Und willkommen zu einer neuen Folge mit den geliebten Curse 7 Team. Hallo ihr beiden, Nick und Jan. Hallo, hallo. Hey, wir sind gerade bei euch schon in einer Folge drin. Oh, verdammt, Tenny ist auch da. Wir sind gerade noch undercover. Wie bei den krassen Cliffhanger beim letzten Mal, in der letzten Folge, ne? Wie wir wissen. Ja. Das war... Wobei, beziehungsweise, ja, genau. Das war sehr interessant. Danke nochmal dafür, Nick. Hat einen Name. Da unten liegt Streaming. Ah, nein, es ist... Alles gut, alles gut. Ich hoffe, Discord... Kann man mal vorweg. Ja gut, also, warte mal, wir können mal gucken, wer alles online ist. Henny und Hamfrey, die beiden, ja? Hamfrey sind da irgendwelche aus dem zweiten Team, sonst sneaken wir, sonst zerstöre ich mein kleines Ding schon seit... Das kann gut sein, dass wir... Jan geht schon fick drauf. Ja gut, also im Wesentlichen weiß ich gerade gar nicht mehr, warum wir sneaken. Wenn ich ehrlich bin. Ja gut, Nick, dann let's go! So, jetzt rasieren wir alles weg hier. Jetzt machen wir machen jetzt Schilder hin und sagen, yo, das neue Team ist hier. Schalke. Wir sind übrigens keine Schalke-Fans, aber der Witz ist, dass wir das immer brüllen wie Schalke. Alles klar. Nee, ich dachte gerade wegen Dortmund. Okay. So, also, oh. Diese Öfen sind im Gesicht. Ganz klar, man kannte es. Okay, gehen wir einfach mal hoch. Die beste Inneneinrichtung der Welt. Hauptsache, Betten alles sind gesichert. Drin. Oh. Alles gesichert. Mhm. Wir können jetzt rain. Verdammt. Oh, ein Amboss. Verzauberungstisch. Ist das Lava oder Glowstone? Immer Lava. Soll ich den Verzauberungstisch abziehen? Nein. Natürlich, ihr habt ja noch gar keinen. Nein, Quatsch. Zwei ist besser als eins. Aha. Nein, so ist der Spruch also bei euch. Merkst dir einfach sowas. Ich sag's so, wenn sie Ärger gemacht hätten, dann hätte ich gesagt, okay, da müssen wir irgendwie Steuer eintreiben oder irgendwie sowas. Im Wesentlichen ist das Gott sei Dank noch nicht nötig. Ja? Sie sind ja noch fleißige What the fuck? Okay, na egal. Genau. Moment, wer bist du? Achso, das... Achso, du bist ja Nick. Oh mein Gott, ey, diese Köpfe. Weißt du, wir sollten das auch aufgeben. Komm her. Ja, hier, nimm das. Oh, warte, das hilft ja. Guck mal, mein Kopf. Also, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Der hat Bluthochdruck. Ah, verdammt. Ah. Oh. Oh mein Gott. Oh Gott, lauf. Das ist ja krank. Lass mich raus! Man sieht sich, Nick! Komm, Jan, wir müssen abhauen! Achso, ey. Ja, der hat ein Kind geboren! Was? In Kopfform! Oh, die haben den... Oh nein, die haben es gesichert. Verdammt, wir kommen hier nicht raus! Besteht. Egal, wir müssen dann eben... Offroad! Oh, yes! Oh! Fluchtweg! Oh, hier ist noch... Oh, die haben das versteckt! Komm rein! Nick, da hinten ist noch ein Boot. Hier. Warte. Lass mich doch... Stopp. Ich hab die Idee. Bleib. Ich verstehe es. Ja. Ja, ich laufe jetzt einfach mit. Bereit? Ich drehe. Ja. Ich drehe wie ein Engel und jetzt... Ja. Lauf. Nein. Oh. Warum bist du Jan und warum bin ich ? Rose. Und warum ist Jan Nick? Oh, komm, rückwärts. Identitätskrise. Oh. Ciao. Hey, jetzt kommt hier Rammanöver. Komm her. Nee. Oh, shit. Jan, wo ist dein Einsatz? Achso, shit. Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall zu euer Zuhause zurück. Habt ihr noch irgendwas ergattert aus dem Lager? Also ich gehe mal kurz, wir gehen mal gleich das Ergebnis des Raids durch, wenn wir zu Hause sind. Ich finde auch nice, dass wir unser Zuhause entführt haben. Natürlich. Ich fahre mich auch selber dahin, genau. Mind Control. Ich merke auch, dass wir gerade meine eigene Stadt quasi beraubt, wie auch immer, haben. Ich finde es gut, dass du bist ein Doppelagent, ich merk schon, ja, du merkst richtig. Na, geschichtlich, DDR sind wir jetzt vielleicht ein paar Jahre dann weiter. Warte mal, hier, wir müssen weiterfahren, oder? Ich hab da so eine Serie übrigens gesehen, also auch ich hab mal ganz kurz außerhalb des Let's Plays. Okay. Ich hab eine Serienempfehlung. Harry Potter? 83, schaut euch das an. Oh. Harry Potter? Winkelgasse? Verdammt! Winkelgasse! Hier ist deine Winkelgasse!
Wir müssen also hier Offroad weiter. Piep. So, Leute. Ja, wir müssen eigentlich das hinkriegen, dass der eine Fluss nein ist. Du willst, dass den Fluss verlängern? Nein, ich wollte gar nichts, Mann. Ja, oh, wir sind direkt hier. Wow. Die Mauer macht einen. Also ich glaube, ich konnte euch jetzt eventuell überzeugen mit den ganzen Sichtungen, dass ihr eventuell auch mal hier die Mauer noch mal etwas überarbeitet, bestimmt. Ja. Aber sowas von. Also jetzt mal ganz kurz. Planung, ganz kurz hier bei den Papageien ist die Finale. Hier, Beute Nummer 1. Soll ich meine Papageien auch noch holen? Ja, hol die! Dann ist Party. Warte, mach erstmal die Musik, muss alles ausmachen. Warte, jetzt erst. Hier, bitteschön. Kannst du erst ausmachen? Und dann, wenn er alle hat. Alter, der hat die einfach da oben platziert. Die sagen immer Bescheid, wenn Gefahr kommt. Gefahr! Ja. Gefahr! Okay. Die sind hier. Du kannst. Okay. Setzt euch hin. Der hier. Oh mein Gott. Alter, was ist das denn? Boah, der fliegt noch so. Yo! Oh. Jan, zieh diesen Kopf ab. Es ist echt mal, Jan, du bist jetzt anders. Du bist wieder normal. Oh. Gib mir meine Identität zurück. Ach du Heilige, sein Kopf ist einfach gewachsen. Oh nein, gleich gebärt er auch so ein Baby. Es passiert wie bei jedem. Oh mein Gott, der Kleine. Oh, wie süß. Nein, bei mir ist es noch nicht passiert. Und es wird nicht passieren. Oh nein, welcher wird wen? Ich fange auch an jetzt. Reicht jetzt! Spaß. Genug! Ja, also genug. Ansonstige Raid-Ergebnisse sind noch. Wir haben 64 Weizen. Mhm. Das ist gut. Hast du noch was, Jan? Jan, sag bitte, du hast noch was. Außer Erfahrung gesammelt. Also, wenn wir jetzt nur diese Schallplatte und 64 Weizen hätten, dann hätten. Dann müssen wir noch mehr ausleihen. Also, ich hab einen Lachs. Wir brauchen diese eine. Du hast einen Lachs? Ja. Aber kein Nemo, richtig? Ich feiere diese Stimme so absolut. Du hast keinen Lachs? Oh mein Gott. Ich hab einen Lachs. Verdammt. Er hat mich verarscht, verdammt. Guck das mal, gibt Krieg. Mein Gott. Okay, Jesus Maria. Warte mal. Das kann man noch verschönern. Das kann man bestimmt noch verschönern. Jetzt kommt der. Komm mal her. Bitteschön. Oh oh. Nick, was hast du mit deinem Papageien wieder vor, Nick? Wir wollen es eigentlich gar nicht wissen, aber vielleicht ist es ja doch ganz interessant. Ich behandle die sehr gut, okay? Ja. Ich liebe die. In der nächsten Folge sieht man sie auch übrigens unter der Erde. Die Geräusche machen. Okay, das war meine Impression. Ich bin halb Englisch jetzt auf einmal. Alles klar. So, dann schauen wir doch mal. Hey Jan. Hey Jan. Hi. Hey Jan. Hi. Hey Jan. Was hey willst Jan. Du? Hey Jan. Hey Jan. Hey Jan. Hä? Wo bist du? Lass mich. Hey Nick. Jan. Ach, oh mein Gott. Hey Jan. Du musst dir das angucken, Jan, schnell. Hey Jan. Hey oh Jan. Gott. Er hat dich, hey er hat dich ersetzt, Jan. Welcher ist der echte? Oh Gott. Er ist fake. Das weg. Hey, das ist meine Rüstung, danke. Oh, warte. Nicht. Er steht wieder 1. Oh, okay, lassen wir das jetzt. Sorry, so. Oh. Ach du Heiliges. Hey, Leute, mal ganz kurz. Leute, was ist das denn? Guck mal hier hinten. Das Schwein hat sich bis jetzt immer noch nicht verändert. Es hat gerade eben noch in die Wand geguckt. Leben. Ja, so lass es in Ruhe. Tierschutz, einfach einen Zaun drumherum machen. Tierschutz, passt. Na, willst du Karotten? Willst du Karotten? Jetzt sind wir Karotte. Oh, jetzt ist er notgeil. Na geil. Jetzt rammelt er gleich noch die Wand, Alter. Oh nein. Also die Wand wird nicht lange halten, wenn das so weitergeht. So, weißt du was? Ja, wenn ich ihm noch ein paar Karotten füttere, dann genau. Okay, habt ihr eigentlich mal überlegt, wie Sonic. What the fuck macht ihr da? Jan, was ist los mit dir? Du bist komplett krank. Das beten wir jetzt an. Okay, warte. Ups. Nein! Boss! Ja.
Jetzt. Es ist so, bitteschön. Voll schön. Nein. Hä? Oh Gott. Was war das jetzt schon wieder? Bin gerade beschäftigt. Oh. Alter, kannst du Jan bitte die Berechtigung verweigern, dass er diesen Slash-Sky-Befehl machen kann? Ja, warte. Okay, jetzt kann er es nicht mehr. Ja. Okay. Diese vier sind jetzt seine letzten. Ich dachte, er probiert es jetzt. Oh. Warum? Probier es doch aus, aber du kannst es eigentlich nicht mehr machen. Ich fühle mich beobachtet. Ja, okay. Wow, ich kann es einfach wirklich nicht mehr machen. Echt mal, ne? Gut, ne, Jan? Das sind die letzten vier. Das waren die letzten vier, ja. Oh. Lukas. Ciao, Leute! Die überlegen die Köpfe von ihm. Ich markiere also, das Gebiet. Sagen, ja, 112, wir haben hier einen schweren Fall von Geil. Oh. Jan, aufhören. Okay. Am Ende ist die ganze Mauer voller Köpfe, dann... Genau, das will ich verhindern. Hi. Oder am besten noch sowas, guck. Ich bin unsichtbar. Alter Jan. Kannst du bitte den Kopf Jan abnehmen? Aufhören. Kannst du bitte den Kopf ab... Wenn das Schwein jetzt weggeht, dann frage ich mich, was mit dem... Also dann ist es... Dann gehört es mir. Dann ist es schlacht. Ja. Dann ist es bereit. Oh. Mit mir mal. Guck, jetzt dreht sich um oder so. Was ist denn das für ein Kopf? So. Es ist mit Zeit! Hey! Hier! Oh Gott! Oh nein, was ist falsch? Guck hier an, was du getan hast! Der Kopf, er hat ihn verwirrt. Egal. Es wurde Zeit. Nick, wir müssen irgendwann unserem Schatten halten. Es ist Zeit, die Aufnahme zu beenden. Ich bin bei 12 Minuten. Wir müssen noch 3 Minuten rein. Ich bin bei 20. Oh. Hä? Was ist schiefgelaufen? Wir sind Zeitreisende. Warte mal, wie viele Köpfe haben wir jetzt? Also, ich würde sagen, wir haben genügend Köpfe. Ich würde sagen, für euch könnte man an sich nochmal einen kleinen, so am Ende nochmal einen schönen Fazit ziehen, was man denn beim nächsten Mal alles machen könnte. Ja, nimm den Kopf. Nimm ihn jetzt ab! Ich hab den Kopf von ihm auf. Leute, ich weiß genau, was ihr damit machen wollt, aber bitte tut's so nicht. Altar. Tut's bitte nicht, denn genau das wollte ich sagen. Oder am besten so ein Gefängnis unter der Erde. Und dann so ein Sklave an Shame. Wir bauen ein Gefängnis. Oh, wir bauen eine Voodoo-Puppe. Was? Was? Also, Spaß. Ich sag mal so, passend dazu ist auch bei mir gerade in Real Life Gewitter. Also, und Donner, ich dass das gefällt grade, mir. Du sagst jetzt, passend dazu ist bei mir in Real Life gerade so ein Raum entstanden. Ein Gefängnis, verdammt! Nein, Quatsch. Nee, also im Wesentlichen könnte man jetzt auch mal sagen, was denn als nächstes bei euch ansteht. Ihr habt ja schon mal eine Mauer gezogen, was so, ich sag mal, zu 10% euch sichern wird. Also, kleines Fazit nach dieser Folge, wir müssen die Mauern ziehen. Ich helfe euch gerne dabei irgendwann mal. Ihr könnt es auch natürlich alleine machen, aber... Du kannst zwar PvP anmachen, da kann ich dem Jungen mal zeigen. Das werde ich demnächst eventuell mal machen. Ob das jetzt überall in dem Gebiet ist oder nur in einer Zone, sehen wir dann. Das werden wir noch uns überlegen und dann. Ja. Nein. Überall, Nick, überall. Und Explosionsschaden ist auch an dann. Das heißt, die Wände können auch wieder wechseln. Nein, Quatsch. Ja, das Schwein ist auch. Oh, hallo, Moderator. Oh, oh. Ich hab ihn nicht gerufen, nur so nebenbei, also, oh, ein Eindringling! Hey, komm! Ah,
Alarm. 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 So. Er denkt sich auch nicht. Warte mal, wie schreibt man wiu, wiu, wiu? Verdammt, wiu. Wiu, wiau. Wiu. Okay. Danny ist auch da, lul. Okay, also im Wesentlichen könnt ihr da mal natürlich die Mauern erweitern beim nächsten Mal. Und. Ja. Und natürlich bestimmt auch mal hier und da einen sicheren Unterschlupf, denke ich mal, oder? Das wäre mit Sicherheit auch mal machbar. Ja, und wenn nicht, sich überlegen. Das, ja. Ansonsten, glaubt mir dann, da müsst ihr das hier verstecken und das hier. Ansonsten ist das sehr schnell weg, Nick und Jan. Ihr müsst aufpassen. Nein, Quatsch, es wird nichts gestohlen, aber vielleicht ja doch, je nachdem, weil wir haben uns sehr beliebt gemacht, wie ihr wisst. Ja. Das waren wir eigentlich gar nicht, das war nur unsere Dube. Jan und Lukas. Stimmt, aber. Das sind nicht wir. Eben, das waren wir ja gar Köpfe nicht. Von Lukas drin, ne? Und was? So einer. Warum versuchst du die zu angeln? Die sammle ich. Willst du noch mehr? Warte, es passiert schon wieder! Es passiert schon. Oh, da bitte schön. Deswegen hatte ich vorhin. Du hast es eingesammelt. Einfach mal genommen. Okay. Ich muss mich übergeben. Auf das tote Schwein. Roleplay auf andere Art und Weise. Oh, und der fragt schon nur so, was passiert hier? Wir brauchen Altersbeschränkung. Ja, kommt wohl mit rein beim nächsten Mal. Na gut. Alles klar. Oh, ist einfach eine Spinne. Na gut. Anyha. Ich hab's ja gesagt, eine Spinne. Oh, tut mir leid. Dann angeln ein bisschen wie oh. Plötzlich nur so. Nick? Nick? Warte, muss ich. Nick, hallo. Ich höre, das war kein Joke. Oh, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Unterzuckert, verdammt. Was? Lebst du noch? Oh Mann, das ist seit 3 Jahren nicht mehr. Das war es beim letzten Mal Minecraft spielen. Nicht mehr. Alles klar. Das fängt immer harmlos an und dann eskaliert es immer. Also, damit ich meinen Speicher nicht komplett vollballer mit dieser Aufnahme. ich auch nicht, denk was. Ich hab wirklich langsam echt Speicherprobleme. Echt jetzt? Ja, also als Fazit kann man sagen, in der nahen Zukunft werden wir die Mauern hochziehen. Ansage an allen. Endlich mal! Quatsch. Und wir werden uns Befestigungen bauen, denke ich. Was soll das heißen? Achso, wegen, ja, ich verstehe schon. Wegen Explosion. Meinte ich, um Feste zu feiern. Ah, natürlich, für die Freude, die sich ja hier dann wahrscheinlich ergibt von den ganzen Spielern. Sind kein Bordell, nochmal. Achso, okay. Dann warten wir noch mal ein paar Folgen. Okay, vielleicht mal, wenn das Geschäft ist. Wenn man Geld braucht. Nächster Punkt, wir werden hier mal uns so ein paar kleine Häuser und... einmal eins Haus. Ich weiß nicht, wer ist von euch. Jan ist der... Hä, er hat den auch, den Kopf! Dabei. Was zum... Jetzt sind es 3 Leute schon. Oh Gott, okay, wer ist wer? Der eine ja, schnelle? Genau. Also in der nächsten Folge werdet ihr dann wahrscheinlich sehen, wer entsteht und wir die Weltherrschaft an uns reißen werden. Dann auch nochmal danke an den aka Gaming Dudes. Moment, warte mal, das klang grad gar nicht gut. Was war das? Das klang so, als ob was umgeworfen wurde. Ja, er kann es aber nicht fassen, dass wir jetzt leider aufhören müssen. Nee. Alarm! Okay, sorry. Okay. Autismus kickt wieder rein. An der Stelle wäre ich dann auch mal so weit gefunden. Ach so, ja, und gerne. Ich bin immer mit dabei. Oder machst du die Abmoderation? Mach du doch die Abmoderation. Ich kann es nicht so gut wie ihr. Komm, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ihr Aprikosennäschen. Tschüss! Ich werde diese Folge nicht beenden. Es tut mir leid, Nick. Okay, dann mache ich es auch anders. Ihr Hardcore-Aprikosen-Näschen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich dachte gerade, du sagst was ganz anderes mit Hardcore. Hardcore-Hentai? Okay, sorry. Ciao.